Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks im Replay of the Week sehen wir heute den WZ-111 auf der Karte Siegfriedlinie. Und der ist hier Top-Tier. Ja, sehr schön. Da freut er sich in seinem Premium-Panzer, ohne Frage. Und der Modus ist Angriff. Also er ist hier im angreifenden Team auch dann tatsächlich und muss hier die Siegfriedlinie bzw. die Stadt stürmen. Ja, wir schauen einfach mal, wie er sich da anstellt. Welche Route er hier auch am Ende des Tages wählen wird. Der WZ-111 hat ja den Vorteil, dass er eigentlich recht mobil ist und schneller als so manch anderer. Es gibt ja immer so die Glaubenskrise. IS-6, WZ-111, 112, so das sind so die Panzer, die immer zum Tragen kommen. Der WZ-111, auch verbessertes Matchmaking, kommt höchstens in Tier 9 Gefechte, sieht kein Tier 10. Aber, und das darf man nicht unterschlagen, hier vorne die Unterwanne, also hier, ist ganz, ganz weich. Also das weiß mittlerweile fast jeder. Also da muss man echt aufpassen, wenn man die so richtig zeigt, kriegt man eigentlich immer den Hit durch. Und das ist auch so ein ganz großer Nachteil an dem Panzer, den der mit sich bringt. So, der IS-3 hat daneben geschossen, er allerdings auch. Also steht es ausgeglichen in den daneben schießen Schüssen. Ja, das ist fast ein Wort. Aber der VK, den trifft er und den zündet auch an. Scheint keinen Feuerlöscher da am Start zu haben. 700. Oh, brennt der auch noch weg? Nee, aber er macht den weg. Ja. Das war mal 773 Damage, die er an einen einzigen Panzer gemacht hat. Jetzt wartet er erstmal hier, bevor er sich da weiter umorientiert. Der Jagdjäger, kein Durchschlag. Da kommt noch ein KV-13 daher. Aber er bleibt hier auf dem Jagdjäger. Den bekommt er eigentlich auch schön rein. Jetzt dreht er vielleicht ein bisschen zu viel. Nein, geht noch gut. Und da wird er danach gleich zerstört. Jetzt kommt der KV-13 auch noch vorgefahren. Den könnte er natürlich sich auch gleich noch einverleiben. Jo, und auch den zündet er an. Ja, Wahnsinn. Zack, diesmal aber seinen Kill. Der zweite Kill mit 1600 Schaden. Läuft bisher. Oh, da vorne jetzt IS-3. Ah, den IS-3, da will er nicht so. Und hier sieht man jetzt den Vorteil, einfach diese Mobilität gerade bergab. Da wird der Panzer richtig, richtig schnell. Und das für einen Heavy Tank. Also er ist wirklich so ein Hybride aus Heavy und Medium, kann man fast sagen. So ein kleiner Allrounder. Naja, also der IS-3, das ist sein Nemesis. Also da will er nicht so einfach, wie er sich das vorstellt. Allerdings hat jetzt hier eine schöne Position, könnte damit gut mit seiner Wanne eigentlich arbeiten. Oben jetzt auf den Deckel, aber das klappt nicht. Jetzt kommt der Panther von hinten ran, schießt er den IS-3 rein und jetzt haben sie hier eine schöne Zangenbewegung auf beide. Und jetzt kann er auf den Helm draufschießen und macht da 436 Damage. Und jetzt hat der IS-3 natürlich da eine ganz schlechte Position, keinerlei Hilfe gerade. Und jetzt bekommt er hier den Schuss von hinten. Jetzt fährt er auf den Panther drauf, aber er stellt ihm natürlich sofort nach. Crummel von links, von rechts, aber der stört ihn nur minimal. So, zack, und jetzt weg damit. Der dritte Kill. Es sind auch noch ein paar da, also da können es auf jeden Fall mal Richtung Top Gun gehen. Braucht nur noch zwei Kills. Oh, da kommt ein anderer WZ. Jetzt würde ich hier in dem Fall Verbesserungsvorschlag auf die Kette vorne schießen. Um den da zu tracken, hat er nicht gemacht. Hätte er noch hier ein bisschen besser partizipieren können davon. WZ prallt ab, er kommt durch. So, und jetzt der nächste Schuss könnte schon ihm den Kill bringen. Von Wanne, Wanne, ja genau dahin. Perfekt, und der Kill ist drin. Jetzt noch einen, dann hat er hier den Krieger für sich. Oh, von hinten vom Cromwell jetzt hier das Munitionslager rausgehauen bekommen. Jetzt hat er aber den Krieger und jetzt kann er natürlich auf den Cromwell umdrehen und den sich noch
vernaschen. Bradley Walters ist auch noch drin. So, jetzt ist der Cromwell im One-Shot-Bereich. Zack, Auto-Aim und weg ist er. Siebter Kill. Einen braucht er noch. Elf zu acht. Jetzt wird es da vorne aber... Der FCM hat jetzt hier den rausgenommen. Der CDC hätte auch nicht mehr viel. Gut, dass er da jetzt unterstützt hat, weil der CDC ist jetzt gerade auch zerstört worden. Noch ein E25. Nashorn auch recht low. Ein Schuss braucht man dafür. KV-85 noch voll, aber ein Sechser sollte ihn hier jetzt nicht allzu viel antun können. Die Radley Walters hat er ja mittlerweile. Mal schauen, wie weit die Reise in den Kills noch geht. Oh, jetzt hier die Arti, die ihn hier trifft und auch noch seine Kanone kaputt macht. Und dementsprechend wollte der Schuss auf den KV-85 auch nicht so, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Im Chat heißt schon Go Pool. Und ja, die ist natürlich noch rein rechnerisch drin. Da ist die Arti. Auf die geht er jetzt mal zuallererst, weil das ist auch ein Kill, der einfach ist. Zack, neunter Kill. Ja, ich sage jetzt auch mal Go Pool. Go Pool. So, jetzt will ihn der KV-85 umfahren. Macht er, schafft er jetzt auch. So, jetzt hat er aber verschossen und schön ins Haus gefahren. So, und jetzt kann er hier mit seiner Panzerung arbeiten. Jetzt kommt da ein E25, Auto-Aim ist drin. Und den nimmt er raus, der zehnte Kill. Ja, also... Das ist aber mal sowas von eine verdiente Pool, sag ich da nur. So, den zündet er auch noch an. Aber Feuerlöscher sei Dank hier noch nicht der Kill. Aber jetzt, nächster Schuss, der sollte es doch machen. Und tatsächlich. Also, die Pool hat er sich geholt. 6300 Schaden, hat 2084 XP eingefahren. Und wenn es... eine Premium-Runde gewesen wäre, dann wäre es sogar 133.000 Credits raus. So war es normal und trotzdem aber lohnenswerte 74.000 Credits. Geile Runde, gutes Gefecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.